Ja, alle Figurenfans, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Mike Wieler TV zu einem weiteren Review-Video. Heute nehme ich wieder mit meiner Kamera wieder auf und es geht gleich los mit dieser Action-Figur von der Black-Serie aus dem Hause Hasbro. Und es ist heute Tala. Wir kennen sie alle ja aus der Serie Obi-Wan. So sieht das Verpackung aus. Richtig schön stimmig gemacht, richtig gutes Foto von selbst die Figur. Und noch einmal, wie im Film, wie sie aussieht. Eine sehr schöne, ja, Person und Charakter. Aber natürlich, wie ich letztens ja auch schon mal beim Unboxing-Video gesagt habe, es handelt sich wieder um ein ganz anderes Paket. Ohne Sichtfenster, wo ich ja kein Fan von bin, weil ich mag das gerne mit solchen Sichtfenstern, wo man die Figur drin lassen kann und dann im Regal stellen kann und dann kann man sie sehen. Aber gut, es ist halt so, aber wichtig ist erstmal, dass ich auch die Figur direkt ausgepackt habe, weil sonst wird das ziemlich lange dauern, bis ich ausgepackt habe. Sie ist in Papier eingehüllt. Man muss die auf jeden Fall, ja, sag ich jetzt mal, auspacken. Wie ein Süßigkeitenbonbon. Auch der Blaster ist in kleines Papier eingepackt. Und so sieht sie aus. Ich kann ein bisschen mehr ranzoomen mit der Kamera. Sie ist komplett beweglich. Man kann sie komplett bewegen. Also die ganzen Glieder sind beweglich. Kann ich euch auch noch mal zeigen, wenn ihr es wollt. Also ist alles beweglich hier, ne? Also die Hände könnt ihr drehen, alles Mögliche. Was ich eins nur schade finde, ist, was mir aufgefallen ist, dass der Holstergürtel, wo der Blaster drin ist, der ist drauf gegossen, der ist nicht irgendwie dran gehangen, wie es gibt ja manche Figuren, die ja, ne, drüber gezogen ist. Das ist hier leider nicht bei der Fall und ja, das finde ich halt schade, aber gut, ist halt so. Auch mal von der Rückseite. Jetzt bleibt sie nicht stehen. Dann müssen wir die Platte drehen, wenn es klappt. Ja, manchmal gibt es Momente, da denkst du manchmal, warum bleibt die Figur jetzt nicht stehen? Dann machen wir es mal von der Seite. Was ich auch cool finde bei der Figur selber, dass die Hosen, die ganzen Falten sind bearbeitet, wie im Film. Und das finde ich geil. Sensationell. Auch die Mütze von hinten. Also ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Figur. So, da war es auch schon, dieses kurze Review-Video zum Thema Tala. Die Black-Serie-Figur aus der Serie Obi-Wan. Ich hoffe, das Review-Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Auch für meine ganzen anderen Projekte hier auf meinem Kanal. Ja, aber natürlich bin ich auch ein leidenschaftlicher Sammler. Und das sieht man ja auch. Also im Sinne, euch allen einen schönen Tag. Euer Mike. Bis dann. Ciao.